In just 7 days, I can make you. Wow! Wenn ich gewusst hätte, dass ihr zuschaut, dann hätte ich jetzt nichts gesungen, weil das alles Trademark. Das dürfen wir gar nicht machen. Aber was ich machen darf, ist... Ich würde Sie gerne, wenn Sie erlauben, mit auf eine geheimnisvolle Reise nehmen. Denn dieses Musical ist eine Mitmachshow. Und wir leben davon, dass ihr mitmacht, was auf diesem kleinen Zettel hier steht. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Am Anfang gibt es die Hochzeit von Ralph Hatchett und Betty Monroe. Und da wir nicht mit Reis werfen, werfen wir bei uns auf Transsexual Transylvania mit Konfetti. Brett und Janet sind auf der Suche nach Franks Telefon und müssen dabei durch den Regen laufen. Und damit wir nicht nass werden, haben wir eine Zeitung, die uns mehr oder weniger vor dem Regen schützt. Wenn Frank im Labor seine Rede hält, dann tun wir ihn mit dem Gummihandschuh gleich. Und unterstützen ihn natürlich auch lauthals bei der Geburt von Rocky! Und nicht zu vergessen, wenn Rocky geboren wird, werfen wir mit Klopapier. In Zeiten von Corona, aber bitte sparsam damit umgehen. Woo! Und weil es so schön war, gibt es vor der Pause noch eine Hochzeit. Und zwar von Frankenfurter und Rocky. Frankenfurter veranstaltet im zweiten Teil ein großes Dinner. Und da darf das Partyhütchen natürlich genauso wenig fehlen wie ein Toast auf abwesende Freunde. Und am Ende, wenn Frank zurück nach Transylvania fliegen will, kommen die Spielkarten ins Spiel. Cards for sorrow and cards for pain. Hast du Lust, was zu Rocky Horror zu machen, haben sie gesagt. Das wird lustig, haben sie gesagt. Und wer macht das jetzt sauber? Frankenfurter und ich haben, glaube ich, nicht so viele Gemeinsamkeiten, außer vielleicht unsere Leidenschaft zum Drag-Dasein. Denn vor meiner Theaterkarriere habe ich des Öfteren Drag-Shows gemacht, aber davon gibt es keine Fotos. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon festlegen kann. Wir haben leider ja nur 3-mal gespielt. Vorausschaulich hatte es gute Chancen, weil wir waren einfach restlos ausverkauft jeden Abend. Dazu kann ich persönlich auch nichts sagen, aber ich hoffe sehr, dass wir die Shows nachholen werden und ich hoffe auch sehr, dass ihr das Stück, sobald wir wieder spielen dürfen, wieder sehen könnt. Ja, ich habe meine Haare extra für Rocky gefärbt, aber ich trage es privat auch ganz gerne. Ich konnte relativ schnell in den Schuhen laufen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe die Show schon mal gespielt und
war dementsprechend schon erfahren mit High Heels. Ich habe damals angefangen erst mit niedrigen Schuhen, also so mit 5 cm, dann auf 10 cm, dann auf 15 und dann schlussendlich auf die 21 cm. So dass ich irgendwann darin gehen konnte wie auf Laufschuhen. Und ich hatte hier das Glück, dass ich die Stiefel schon zu Beginn der Probenzeit hatte. So konnte ich darin schon von Probenbeginn an tanzen, laufen, rennen, klettern, üben, was auch alles ich mache in der Show. Wer es schon gesehen hat, der weiß es. Der Rest kann noch gespannt sein. Ich habe ja, wie gesagt, das Stück schon mal gespielt. Dementsprechend war ich mit der Rolle und mit der Musik und dem Stück bereits vertraut und musste da jetzt nicht von vorne irgendwas erfinden. Wir haben uns überlegt, wie wir Frankenfurter neu anlegen können, sodass man nicht dieses Frankenfurter-Tim Curry-Mysterium darüber schweben hat. Denn Frankenfurter ist für mich eine sehr verspielte, exzentrische und sehr ich-bezogene Figur. Und ich habe mir dann überlegt, welche Parallelfigur kann ich da finden? Und für mich ist der leibhaftige Frankenfurter Freddie Mercury gewesen. Da habe ich mir dann viel angeschaut. Wie war der so privat? Und das fließt in meinen Frankenfurter mit ein. Ich glaube, die beiden hatten einige Parallelen. Bitte lyncht mich nicht, wenn ich das jetzt sage. Ich würde natürlich nur privat dieses Kostüm tragen. Ist logisch. First step, it's just a jump to the left. And then a step to the right. Put your hands on your hips. You bring your knees in tight. And now my favorite, but it's the pelvic thrust that really drives you insane. Yeah. Let's do the time warp again! Riffraff! Wenn ich mal eine andere Figur spielen könnte, dann wäre es Riffraff. Dieser verschrobene Diener. Das finde ich auch ganz witzig und Max und ich haben da, glaube ich, auch ganz viel Spaß miteinander. Aber ich bin dann doch lieber Frankenfurter. I'm like a mind, I'm like a log. It's the same as the beginning of the end. Ich melde mich live vom Planeten Carantania zu euch nach Hause und zeige euch, wie ihr euch in diesen Zeiten das richtige Händewaschen ganz einfach selber merken könnt. Dazu schalte ich jetzt aber noch ein paar meiner Mit-Carantanias dazu. How'd you do, I? See you've met my faithful handyman. He's just a little broke down. Because when you knocked, he thought you were the candyman. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not
much of a man. But a lot of day, but by night, I'm one hell of a lover. Oh yeah. I'm just a sweet transvestite. A sweet transvestite. From transsexual. Transylvania.